Hallo im Küchengarten. Und herzlich willkommen zu einem fresh neuen Video. Wie ihr seht, habe ich mir tatkräftige Unterstützung für eine Tomatenverkostung der besonderen Art geholt. Und zwar ist meine Jugendmannschaft heute mit mir da. Und wir werden frisch geerntete Tomaten, die hier im Küchengarten gewachsen sind, miteinander verkosten. Die zwei hatten schon ein bisschen Angst, dass sie ja eigentlich dazu überhaupt nichts sagen können, weil sie keine Experten sind. Aber jeder, der einfach gerne Tomaten isst, ist schon ein Experte, weil er kann für sich selbst behaupten, die schmeckt mir nicht, die ist sauer, die ist scharf, die schmeckt fade. Das ist alles nicht so eine große Sache. Letztes Jahr wollte ich das auch schon machen, nur letztes Jahr hatten wir ja dieses große Braun- und Krautfäule-Desaster, deswegen gab es überhaupt nichts zu ernten. Dieses Jahr bin ich auch schon fast zu spät dran, denn wir hatten die letzten zwei Tage einen Starkregen, sondergleichen, und wir wohnen ja in der Nähe vom Rhein, hier in der Ostschweiz, und es hat rundherum Überschwemmungen gegeben, der ausgetrocknete Boden konnte das alles gar nicht aufnehmen und jetzt sind mir viele der schönen reifen Tomaten aufgeplatzt. Deswegen musste ich heute eine sogenannte Noternte machen und wir verkosten die jetzt alle und danach machen wir uns eine herrliche Caprese, einen Tomaten-Basilikum-Mozzarella-Salat, den liebe ich und meine Jungmannschaft, gell? Mhm. Du auch? Yes. Außerdem wollte sie zu ihrem 10.000 Abonnenten-Special ein kleines Gewinnspiel machen oder eine Verlosung. Sie verlost an 5 von euch Tomatensamen, die wir aussuchen werden aus unserem Garten. Mhm. Darauf freuen wir uns schon sehr, gell Noel? Ja. Das heißt, bei der Verkostung gut aufpassen, welche euch am besten schmeckt. Und natürlich muss man sich dann auch noch einigen, welche wir verlosen wollen. Das heißt, dann fangen wir gleich einmal an, reden nicht so lange herum. Wir fangen mal mit einer kleinen an, nicht wahr? Was haben wir hier? Noel, ich glaube, das ist eine deiner geschmacklichen Favoriten, die wir schon einmal vorne ab in Caprese gehabt haben. Wie nennst du sie ganz liebevoll? Teufelstomate. Teufelstomate, weil sie so eine lustige Färbung hat. Eigentlich heißt sie Indigo Cherry Drops. Wo haben wir noch eine zweite? Hier. Du bekommst ein Stückchen. Du bekommst ein Stückchen und ich? Na dann, halt, wir müssen anstoßen, das ist so Tradition. Habe ich beim Tomatenflüsterer gelernt. Ja, bitte. Auf eine gute Verkostung. Mhm. Also ich persönlich muss sagen, mir schmeckt die sehr gut. Sie hat nämlich eine angenehme Säure. Die Schale ist robust, aber nicht zu fest und dick. Und auch das Galert, also das Glibberige innen, ist ein bisschen süßlich. Ah, ist sie ein bisschen süßlich. Schön. Und du, wie schmeckt sie dir? Also ich persönlich muss sagen, mir ist sie fast ein bisschen zu sauer. Mhm, dann bist du nicht so der Säureliebhaber. Mhm. Es gibt Besseres, aber sie schmeckt gut, aber mir ein bisschen zu sauer. Okay, dann, das magst du noch? Mhm. Schön. Dann nehmen wir die nächste. Das ist auch eine Standard-Tomate. Und zwar die... Da sieht man schön, wie sie doch aufgeplatzt ist. Die muss jetzt schnell gegessen werden. Das ist die Black Cherry, eine wunderschöne Farbe. Sie schaut wirklich aus wie eine Kirsche, wie Schokolade fast. Nehmen wir als nächstes. So, bitteschön. Ja. Mhm. Mhm. Oh, die ist viel süßer, finde ich, als die Indigo Cherry Drops. Mhm, stimmt. Saftiger. Die Schale finde ich ist ein bisschen... dicker, ein bisschen robuster, aber dafür der Geschmack ist ein bisschen wässriger, aber auch süßer. Aber da stimme ich dir zu, die Schale ist so ein bisschen gummiartig, gell? Die andere war ein bisschen feiner zum Beißen. Bei dir? Ja, finde ich auch. Welche von den beiden schmeckt euch jetzt geschmacklich besser? Das kann ich jetzt nicht wirklich so einschätzen. Mir schmeckte die zwei, wie hieß sie? Black irgendwas? Black besser. Cherry. Die Black Cherry besser. Mhm. Wer mag den Rest? Ja, mich sonst. Ja. Ja, da hatte ich jetzt nicht mehr so viele, weil das ist mein geheimer Favorit. Und da habe ich so viel weggenascht. Und zwar ist die Ivas Sweet White. Den Samen habe ich vom Florian Rigotti bekommen. Bin ich jetzt gespannt, was ihr zu der sagt. Mmh.
esse ich, nein. Aha, du. Na gut. Nein, du kannst haben. Ich hab das wohl. Also Noel, was sagst du dazu? Es schmeckt fein. Mhm. Du, Niklas? Wirklich sehr gut. Die Schale dünn, innere ein bisschen wässrig, aber schön süß und nicht zu süß. Mhm. Die also, Säure passt. Gell? Sie ist mild. Perfekte Tomate zum Soman. Ja, das ist wirklich die, da muss ich dir total zustimmen, meine absolute Lieblingstomate dieses Jahr. Also, die kommt im nächsten Jahr wieder in den Küchengarten, gell? Hoffe ich. Jetzt kommt auch etwas Spezielles. Und zwar ist das die Tomate Fioline. Die habe ich geschenkt bekommen. Das Saatgut von einer ganz lieben Zuschauerin. Hallo Ingrid, sie ist auch bei mir super gewachsen. Der Ertrag ist wirklich toll. Sie wird jetzt, wahrscheinlich ist sie in der Folge auf die Ivas Sweet White ein bisschen harter Tobak. Im Vergleich, aber das ist ja auch interessant, nicht? Wie sie im Vergleich schmeckt. Okay. Okay. Die Schale ist robust, aber nicht so robust. Ja, also man merkt schon, dass sie etwas dicker ist, aber halt nicht so, dass irgendwie so schwer ist, durchzubeißen. Richtig, man kann sie gut kauen, gell? Mhm. Und sie schmeckt nach Suppengrün für mich ein bisschen. Ja, ich finde auch, sie schmeckt, sie hat nicht so den typischen Tomatengeschmack, sie schmeckt ein bisschen anders. Aber sehr interessant, gut. Ja. Schön knackig. So, die nächste Tomate ist eine Buschtomate, die Banana Legs. Hier sieht man sehr schön, dass ich dieses Jahr auch Probleme mit der Blütenendfäule hatte. Und zwar, weil es einfach viel zu trocken war. Ich bin mit dem Gießen gar nicht nachgekommen. Und man soll ja Tomaten auch nicht so viel gießen, weil das auf den Geschmack geht. Da sieht man, das wächst dann immer weiter hinein. Das kommt darauf an, dass man sie schnell erntet. Dann kann man den Rest noch essen. Hier ist eine, die keine Endfäule hat. So. Käse. Die ist mir jetzt fast ein bisschen fad. Mir auch. Also im Gegensatz zu den anderen hat sie irgendwie so fast gar keinen Geschmack. Gell, ich bin ganz deiner Meinung. Sie hat ein bisschen Säure im Nachgeschmack, aber ist ziemlich wässrig, finde ich. Sehr mild. Ja, ist jetzt nicht meine. Also ich stehe auf ein bisschen Pfupf im Geschmack. Du? Ich auch. Du auch, gell? Na gut, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben da noch ein paar. Und zwar haben wir hier die Wagner Sky Reacher. Ganz interessant. Hat eine schöne Maserung. Ist jetzt nicht so gut bei mir gekommen. Von innen sieht sie aber. Sehr schön, gell? Außen hätten jetzt diese Strahlen noch ein bisschen besser sein sollen. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht verkostet. Die war jetzt auch sehr gut, finde ich. Auch ein bisschen milderer Geschmack, nicht so stark. Aber sehr wässrig irgendwie. Die hat jetzt ein bisschen besser geschmeckt als die vor. Als die, was die war. Banana Legs hat die geheißen. Ja, ich habe sie auch besser gefunden als die Banana Legs, aber ja, sie war sehr wässrig. Sehr wässrig. Ein bisschen fahrig. Wird jetzt auch nicht so unbedingt mein Favorit. Gehen wir zur nächsten. Und zwar haben wir hier, sie verdient den Namen ja schon fast gar nicht. Das ist eine Ananastomate. Die können ja richtig so groß werden, aber mit denen hatte ich dieses Jahr auch kein Glück. Ich glaube, der Standort hat ihnen nicht gepasst. Und es war einfach viel zu trocken. Oh, aber hier innen sieht man das, gell? Dass es eine Ananastomate ist. Die hat eben ganz wenig bis gar kein Saatgut, keine Samen drinnen. Schön orange mit der rot zulaufenden Außenhaut. Könnte eine wunderschöne Tomate sein. Aber
nächstes Jahr den Standort wechseln. Ist ja ein Ausprobieren, gell? Bitte schön. Danke. Total fruchtig. Ich habe richtig die Ananas geschmeckt. Du? Also ich nicht direkt die Ananas, aber das dann etwas Fruchtiges hat und so. Ja, also am Anfang hat man irgendwie fast gar nichts geschmeckt und dann ist so irgendwie der Geschmack gekommen erst. Also im Abgang quasi. Wie bei einem guten Wein. Aber die Schale war ziemlich fest, ziemlich hart. Ja, wahrscheinlich eben, weil es so trocken war. Dort habe ich auch gar nicht gegossen, also fast gar nicht. Und dann wird die Schale ja immer, das habe ich ja beim Tomatenflüsterer gelernt, dann wird die Schale immer ziemlich fest hart und ist. Hart, ja, wenn man wenig gießt. Dafür ist der Geschmack eben besser. Als nächstes. Geschmacklich habe ich sie sehr gut gefunden. Als nächstes ja was ganz, ganz Besonderes ist auch bei mir wunderbar gewachsen. Und zwar habt ihr eine Ahnung, wir machen ein Ratespiel. Eine große Teufelstomate? Ja, 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 also groß sieht, kann man sagen. Sieht auch für mich so aus. Eine Fleischtomate, eine große? Färbung, ja. Vielleicht eine Goliath-Tomate oder so. Gar nicht so ein schlechter Versuch. Vor allem hier diese Einschlüsse sind anscheinend ganz charakteristisch dafür. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Das Saatgut habe ich geschenkt bekommen, auch wieder von Florian Rigotti. Und es ist seine absolute Haustomate. Und zwar hat sie einen sehr... Ja, der Name ist wahrscheinlich für euch ein bisschen kompliziert. Die Czerny Prinz. Ah, die kenne ich sogar. Gell, hast schon mal davon gehört? Ja, die ist in aller Munde. Und die sind bei mir sehr gut gewachsen, habe ich in meinem Tomatenunterstand. Oh, schau mal. Ui. Ha? Die sieht gut aus, gell? Na, da werden wir jetzt gleich einmal kosten. Oh, das ist eine Fleisch, schau mal, wie saftig. Du stehst ja auf sowas, so Fleischtomaten magst du ja ganz gern. Bitteschön. Bitteschön. Oh, riecht doch schon total tomatig. Schön saftig. Ein Tomatensalat. Ja, schön saftig, die Schale ist nicht so hart. Der Geschmack ist auch das stärker, also ich bin nicht fein. Gut. Lecker. Magst du noch ein Stück? Ja, gerne. Du auch. Ja, ich bin zufrieden. Ist ja gut, dass wir die Verkostung vor dem Mittagessen machen. Jetzt seid ihr noch unverfälscht und... So, dann neigt sich unsere Tomatenverkostung auch schon dem Ende zu. Ich habe natürlich nicht den Platz für 200 verschiedene Sorten, aber ich bin mit denen... Mit der Ausbeute auch schon. Genau, fast. Ich habe gesagt fast. Jetzt kommt ein absolutes Highlight. Und zwar ist das die sogenannte No-Name-Tomate. Ich habe in einem meiner Tomatenbeete natürlich mit Kompost aufgedüngt, um die Erde schön nährstoffreich zu machen. Und was ist dort passiert? Es ist wild eine Tomate aufgegangen und dann gleich... So eine riesige Fleischtomate und aufgrund der Optik habe ich ja hier den Verdacht, wir haben uns im Supermarkt über den Winter immer eine Spezialtomate gekauft, die eben als Rarität geführt wurde. Ich weiß aber den Namen gar nicht. Kannst du dich an die erinnern? Nein. Bist du dir sicher? Das war diese große mit diesen Rillen. Berner Rose. Nein, das war eine italienische Sorte und ich glaube, das ist jetzt die und die ist wild aufgegangen, macht herrliche große Früchte. Also wenn wir sie im Supermarkt kaufen, im Winter ist sie immer wahnsinnig gut vom Geschmack, weil da lechzt man ja nach etwas, was nicht so supermarktmäßig ist. Also hier innen drinnen schaut sie jetzt eher... Fad aus irgendwie. Ja, halt 0815 Supermarkt. Lassen wir uns überraschen, oder? Ja. Ob ich Saatgut davon nehmen werde oder nicht. Aber dass die da wild aufgegangen ist und gleich solche Früchte macht, ist ja eigentlich sensationell. Bitteschön. Danke. Meistens sind das ja auch noch Hybriden.
die dann irgendwas hervorbringen. Irgendwie sieht sie so ein bisschen rosa aus, wie so Wassermelone oder so. Ja, stimmt, die Farbe ist recht rosa. Im Vergleich jetzt zu Czerny Brinz, die natürlich tiefdunkel ist. Aufregend. Hm? Das Innere ist nicht so wässrig und saftig wie bei der Czerny Brinz, aber es schmeckt gut. Es ist eine gute, solide Tomate. Sie hat hier so einen richtig, also sie hat ein fechtes Fruchtfleisch, ja. Es ist irgendwie nicht so, so wässrig. Fruchtfleisch ist irgendwie so wie bei einer normalen Supermarkt-Tomate, ja. Aber halt der Geschmack ist deutlich besser. Das macht natürlich auch wahrscheinlich, dass sie bei uns im Gartenboden an der Sonne gereift ist und nicht schon ungereift daher transportiert wird. Sie ist okay, aber jetzt nicht unbedingt meine Lieblingstomate. Das heißt jetzt, ja, so wie ich das sehe, haben wir jetzt alle Tomaten durchverkostet, die ich hier bei mir im Garten anpflanze. An die Jury bitte. Habt ihr einen Favoriten, den ich für die Saatgutverlosung verwenden kann? Was hat euch da jetzt am besten geschmeckt? Also definitiv die Invas Sweet White, die gelbe Runde. Die Ivas Sweet White. Ja. Okay, diese, die möchtest du noch mal? Gut. Ich glaube, ich habe da jetzt momentan ja, gar keine ich drin. Aha. Und dir, Noel? Also ich denke eigentlich auch schon die. Also eigentlich haben mir alle geschmeckt, aber oh, schön. Ich stimme ihm zu. Die Eva Sweet White. Mhm. Na, dann haben wir den Gewinner. Dieser Verkostung, das ist die Eva Sweet White, eine unglaublich süße, kleine, ertragreiche Cocktailtomate. Das heißt, ich werde an 5 von euch ein Saatguttütchen verlosen. Hinterlasst mir doch gerne unterhalb des Videos einen Kommentar mit Hashtag Tomatenverlosung. Dann kann ich mit einem Random Picker aus dem Internet die 5 Gewinner auslosen. Ich gebe euch dann eine Rückmeldung auf die Gewinnerkommentare mit meiner E-Mail-Adresse und ihr könnt mir dann eine E-Mail mit euren Adressdaten schicken. Bitte das Ganze bis zum nächsten Mittwoch. Das Datum blende ich euch unten ein. Dann sage ich ein herzliches Dankeschön an die Jungmannschaft, den Noel und den Niklas für eure Mithilfe. Jetzt gehe ich hinein und werde hier aus den Resten und aus noch den geernteten Tomaten ein herrliches Caprese zaubern. Und das habt ihr euch jetzt wirklich verdient. Vielen Dank. Bitte gerne. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und mit unserer absoluten Expertenmeinung zu den Tomaten. Gell, Noel? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir, bei uns im Küchengarten. Bis dann. Tschüss. Schön. Wolltest nochmal, nachher kommen Outtakes. Es kommen die Outtakes. Ach, Scheiße. Habe ich was vergessen über diese Verlosung? Das ist immer so schwierig. Denke nicht. Wieso hat sich das jetzt ausgeschalten? Das hat sich vielleicht ausgeschaltet. Ist das Ding, die Nahaufnahme hat sich ausgeschalten, weil wir jetzt so lange rumgetan haben. Magst du noch? Danke. Außerdem habe ich euch versprochen, dass es zu meinen 10.000. Release machen. Nein. Ah ja, du weißt, was du sagen musst. Außerdem wollte ich ein Special. Warum du ich? Außerdem wollte sie ein Special zu ihren 10.000 Abonnenten machen. Siehst du, das ist nicht so leicht. Nochmal. Ist easy. Okay, mach nochmal. Aber Moment, und darum dachten wir was? Nein, ich mache eine Verlosung. Also außerdem wollte die liebe Katharina... Was? Alter! Außerdem wollte Mutter... Da nascht schon einer. Mhm. Geht's weiter? Ja. Schluck schnell runter. Hast du das? Mhm.
Ich sehe es schon an. Ja, es ist schon an. Okay. Hallo im Küchengarten. Super für die Outtakes. Super für die Outtakes. Ja. Danke, ganz gut, Noel. Gut gemacht. Wieso kannst du das nicht? Schau mal, wie er reinschaut. Ich kann nicht. Was hat er denn? Ja, da muss ich auch lachen. Hör jetzt auf lachen. Hallo? Ich sag nur Hallo. Warum musst du denn alle lachen? Wollt ihr euch kurz vorstellen? Der die Giggly-Suppe hier gegessen hat. Ich heiße Noel. Ja, mein Gott, den eigenen Namen kann man nicht mehr. Viele andere Kanäle machen ja Tomatenverkostungen. Ich wollte letztes Jahr auch schon eine machen. Leider findet das der Noel sehr lustig. Verstehe nö. Hallo im Küchengarten. Heute, jetzt kann ich, habe meinen Text vergessen. Jetzt geklappt. Jetzt hätte es geklappt. Für 10 Sekunden. Ja, kannst du sagen Hallo im Küchengarten? Hallo im Küchengarten. Moment, jetzt nochmal. Herzlich willkommen zu einem Fresh Line Video. Ja, danke, okay, geht schon.